Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Hier ist der Ronny von Simsbutter TV. Und heute spielen wir wieder Flight Gear. Wir fliegen heute eine Beechcraft B1900D von einem Regionalflughafen in Amerika mit dem ICAO-Code KPED, keine Ahnung, was das für einer ist, nach, ups, was ist das? Nach Boston Logan Inter. Boston Logan International. So. Hier ist Boston Logan International. Wir landen auf Landebahn 15R. Ja. So viel zum Flug. Jetzt lösen wir die Bremsen. Beschleunigen. Hier sehen wir das auch an den Engine-Schaltern. Und starten dann gleich. Da sind wir auch schon in der Luft. Jo. Wie gesagt, jetzt können wir die Karte anmachen. Wir wollen nicht in diese Richtung. Hier, ich möchte das Steuerhorn am besten sehen, weil das ist dann noch schöner, wenn man das Steuerhorn sieht. Machen wir die Map mal hier oben hin. Man muss ja nicht unbedingt so viel sehen. Oh, wo fliegen wir jetzt hin? Wir tun hier schon viel zu stark einlenken. So, Höhe ist auch ganz okay. Dann, wie gesagt, ja. Jetzt versuchen wir auf diese blaue Linie hier, auf diese blaue Gerade zu kommen. Ah, es gibt Wind. Hier auf diese blaue Gerade, weil das ist die Lang. Wenn man da drauf ist, dann heißt das so eine Art ILS, da sieht man genau, wo man sein muss, wenn man richtig landen will. Beschleunigen wir mal die Zeit, bevor ich hier noch bis morgen warte. So. Und ja. Da sind wir auch schon fast auf der Geraden. Noch ein bisschen Zeit beschleunigen. So. Und jetzt auf die Gerade einlenken. Wir tun uns jetzt. Ja, ich komme ein bisschen in Schieflage, aber ist ja nicht so schlimm. Man sieht auch schon fast die Landebahn, glaube ich. Oh, fast. Ja, da sieht man sie. Da, wo dieser rote Punkt ist hier. Da ist unsere Landebahn. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ganz gemütlich auf sie zusteuern. Passagieransicht. Hier unten sehen wir Boston unter uns. Da vorne ist der Pilot. Hier. Landeanflug. Oh, wir sind ein bisschen aus der Bahn. Fahrwerk ist draußen. Oh, wir sind viel zu sch schnell. So schnell sollen wir gar nicht fliegen. Weil wir dürfen ja nicht zu schnell anfliegen, weil sonst reicht die Landebahn nicht zu bremsen. Ja, es wird, glaube ich, ja, es wird hinhauen. Ja, ich bremse noch mal ein bisschen stark. Und ja, wir haben es gleich. Hochziehen, jetzt hochziehen. Und sehr schön. Ja, jetzt sind wir gelandet. Wir rollen jetzt aus. Und kommen zum Stehen. Ja, die Stelle, wo wir zum Stehen gekommen sind, ist ein bisschen blöd. Deshalb rollen wir noch ein bisschen vor.
da vorne kreuzt was. Und rollen mal. Hier lang. Da. Hier auf die Parking Position. Und rollen mal vor zum Tower. Ach nee, wir rollen einfach mal hier hin. Ja, ich würde sagen, damit ist die Folge für heute eigentlich auch schon zu Ende. Wir sind sanft gelandet. Und ja. Ich roll noch schnell bis da vorne. Und bleib dann da stehen. Kommt nix? Nee. Wir haben ja die Anweisung vom Lotsen, hier rüber zu rollen. Und wir stellen es dann einfach da vorne hin. Das ist die Halteposition, glaube ich, die Linie, die wir gerade überfahren haben. Wir rollen jetzt hier in unsere Position. Hier lang. Und da rechts rein. Dann war es das auch für heute schon. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ne? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ronny von Sims Patel.